Wie du siehst, habe ich hier drei verschiedene Kuchen. Mach doch mal kurz Pause und überleg mal, welchen Teil oder welchen Bruch stellt denn immer der rot ausgemalte Teil oder die rot ausgemalten Teile in jedem dieser Kreise dar. Also schreib doch mal den Bruch auf zu jedem dieser Kreise. Und danach kannst du auch noch einen Zahlenstrahl malen und dann auf diesem Zahlenstrahl jeweils diese drei Brüche einzeichnen. Okay. Ich gehe mal davon aus, du hast dich jetzt probiert. Also lass uns das doch mal gemeinsam machen. In dem ersten Kreis hier links, in dem ersten Kuchen, habe ich 1, 2, 3, 4, 5 gleich große Teile. 5 gleich große Teile. Und davon ist 1 ausgemalt. Also stellt dieser rote Teil hier ein Fünftel des gesamten Kreises dar. Okay, der zweite Kreis. Der hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Der hat 10 Teile. 10 Teile, alle gleich groß. Und davon sind offensichtlich 2 ausgemalt. Also ist der Bruch, der hier dargestellt ist, 2 Zehntel. Und der dritte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Auch 10 Teile. Und auch hier sind wieder 2 Teile ausgemalt. Also stellt auch dieser Kreis hier 2 Zehntel da. Also wie du jetzt wahrscheinlich schon gesehen hast, obwohl die beiden Kuchen hier unterschiedlich aussehen, der zweite und der dritte, stellen sie beide schon mal genau den gleichen Bruch dar. Okay, jetzt also zum Zahlenstrahl. Ich male mal hier einen Zahlenstrahl hin. Ich gebe mein Bestes, einen möglichst geraden Zahlenstrahl zu malen. Boah, das sieht doch ganz gut aus. So, das muss reichen. Hier ist die 0 und wir brauchen uns ja jetzt nur auf den Bereich zwischen 0 und 1 konzentrieren, weil die Zahlen hier sind alle zwischen 0 und 1. Also ich teile mal den Bereich zwischen 0 und 1 einfach in 5 gleich große Teile ein. Sage ich mal, hier ist 1, hier ist 2, hier ist 3, hier ist der vierte und hier ist dann der fünfte, das ist dann wieder die 1. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, soweit alles richtig. Und jetzt zeichne ich einfach mal diese drei Brüche da ein. Also der erste Bruch hier ist bei 1 Fünftel. Also ich habe den Bereich hier schon in 5 gleich große Teile eingeteilt. Also muss ich nur gucken, wo ist der erste Strich. Und der erste Strich ist natürlich hier. Das ist 1 Fünftel. So, jetzt kopiere ich mir den am besten mal, den schönen Zahlenstrahl hier. Und füge mir den nochmal ein für die anderen beiden Kreise. Also, du kommst jetzt hier hin. Ich komme mal ein bisschen hoch. Du kommst hier hin. So, jetzt geht es um 2 Zehntel. Das heißt, ich muss den Bereich zwischen 0 und 1 in 10 gleich große Teile teilen. Das ist doch super einfach. Also, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Sehr gut. Das war eine leichte Aufgabe. Und jetzt muss ich nur noch 2 Zehntel da einzeichnen. Also suche ich den zweiten Strich sozusagen. 1, 2. Wow. Und wie du siehst, das ist genau der gleiche Strich wie 1 Fünftel. Also das hier ist 2 Zehntel. Das heißt, die beiden Zahlen stellen genau den gleichen Punkt auf der Zahlengeraden dar. Und gut, jetzt wirst du dir wahrscheinlich schon gedacht haben, okay, das muss ja dann heißen, dass ein Fünftel genau das gleiche ist wie 2 Zehntel. Und wenn du das gedacht hast, liegst du genau richtig. Ein Fünftel ist genau das gleiche wie 2 Zehntel. Und das Ganze macht sogar Sinn, wenn wir hier unten nochmal auf die Kuchen schauen. Schau mal, ich habe jetzt hier der erste linke Kreis, der ist ja in 5 Teile aufgeteilt. Wenn ich den jetzt einfach mal, wenn ich davon jeden Teil einfach nochmal halbiere, dann kannst du danach einfach mal kurz vergleichen, wie der erste und der zweite Kuchen aussehen. Und du wirst feststellen, dass da genau die gleiche Fläche ausgemalt ist. Siehst du das? Hier sind die beiden Stücke ausgemalt und hier sind auch die beiden Stücke ausgemalt. Ich habe nichts weiter gemacht, als diesen ganzen Kuchen hier aufzuteilen in 10 Teile statt 5. Das heißt, hier ist genauso viel ausgemalt wie hier. Und beim dritten hier hinten, gut, das ist nicht ganz so offensichtlich, weil die Teile einer anderen Position ausgemalt sind und auch auseinander sind. Aber du kannst dir vielleicht vorstellen, wie du dieses Stück hier einfach rausnimmst
Warte. Alles mal. Guck mal, ich kann ja dieses Stück hier einfach rausnehmen und hier unten hinpacken zum Beispiel. Und das Teil hier kann ich auch rausnehmen und auch da unten hinpacken. So, dass der Kuchen hier rechts auch wieder so aussieht wie der hier links. Okay, also, das Wichtige ist aber, ein Fünftel ist das gleiche wie zwei Zehntel. Und das hast du gesehen einmal auf dem Zahlenstrahl und auch mit ein paar hübschen Kuchen.